Aloha, ich grüße euch. Ich habe es wieder getan. Ich war bei QVC Outlet und wenn ihr sehen wollt, was ich bekommen habe, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Dass ihr dran geblieben seid. Ja, einmal kurz bei QVC Outlet geschaut. Ich war in der Nähe und die hatten gerade Bastelsachen im Angebot. Ich war nicht sehr erfolgreich, aber zwei Sachen habe ich mitgenommen und das zeige ich euch jetzt. Einmal haben wir hier diese Faltpapiere. Der reguläre Preis wäre gewesen 19,99 Euro. Der Outlet-Preis 12,19 Euro, mit der Karte 9,75 Euro. Aber im Angebot war 1 bis 3 Bastelsets für je 8 Euro. Dann 4 bis 6 Bastelsets, 6 Euro noch was. Oder bis 9, ich weiß. Auf jeden Fall war das gestaffelt. Ich habe aber nicht so viel gefunden, sondern nur die zwei Teile. Klar, man findet immer irgendwas, aber ich habe so viel Zeug. Von daher muss man da so ein bisschen selektieren. Die beiden durften es sein, fand ich ganz interessant und von daher 8 Euro habe ich bezahlt. Jetzt machen wir hier mal so, also das sind Faltpapiere und ich und Papier. Na, muss ich Papier, Papier. So, das ist Gestalten mit Du-Design-Faltpapieren. 12 Packungen, ein Anleitungsbogen. Jetzt wollen wir mal zählen, weil das ist bei den Outlet-Sachen ja immer so eine Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da dürfen das auch 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist schon mal drin. Und ein Anleitungsbogen ist auch dabei. Deko-Kranz in Eierform. Okay, man könnte so einen Kranz machen. Also es sind so wie so Origami-Papiere halt, denke ich mal. Nur halt in einer anderen Form. Aber man kann ja alles Mögliche damit machen. 110er Grammatur, habe ich den schon drauf gelesen. Die sind 10x15, also perfekt auch als Kartenaufleger. 110 Grammatur, Punkte, blau. Also das muss ich eigentlich auch, ich mache das trotzdem mal auf. Aber das sind immer dann die Sachen, die drin sind. Ne? Also einmal nur blau gepunktet. Hinten ist es so. Ja, finde ich recht hübsch. Ich tue das auch direkt raus. Also ich lasse das direkt draußen. So, dann haben wir das in diesem Aprikot und hinten ist das so ein bisschen auch ja, wie so gewölkt. Gewölkt, sagt man das? Nee, gewolkt. Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, ich glaube hier, also 50 Stück. Ich glaube bei dem einen oder anderen. Nee, sieht gleich aus. Sieht nur irgendwie dünner aus. Dann haben wir das hier. Und hinten ist es so. Also kann man auch, wenn einem das nicht gefällt, das hier nutzen. Ja, finde ich für schnell mal eben Kärtchen machen ganz nett. Aber das hier. Und hinten ist es so. Also ich finde, man kann immer dann auch hinten das nutzen oder man kann es hier zusammen auch nutzen. Sieht auch gut aus. Ja, toll. Hier haben wir nochmal Pünktchen. Ne, in so einem schönen, ja, Taub. Und hinten haben wir das auch wieder so gemirmelt. Wie sagt man? Ich komme gerade nicht auf den Namen, ihr Lieben. Dann haben wir hier so Rosé mit den Pünktchen. Ups. Ups, ups, ups. So. Ja, dann haben wir hier die Blümchen. Das ist ja wieder voll meins.
sehr schön. Ja, das hier ist, geht so. Müsste man mal gucken. Ne? Also das ist ja immer so eine Sache, wie ein Papier aussieht in Natura und wie ein Papier dann verbastelt aussieht. Weil ich nutze ja oft, wenn ich irgendwas ausprobiere, Papier, was mir nicht so gut gefällt. Und dann denke ich, oh, verbastelt sieht das ja richtig gut aus. Also das passiert mir total oft. Ja, es geht so, aber ich glaube, je nachdem, was man drauf tut, na, hier hinten ist das, man könnte das auch nur so als, ne, Kartenaufleger, also das als Kartenaufleger, das als Hintergrund, macht schon ganz anderen Eindruck. Ja, ich guck mal, sonst gebe ich davon was ab. Da haben wir, ne, ist nur so ähnlich. Ja, da könnte man quasi eine Bastelrunde machen, ne, also da kann man in Bastel- oder Kartenmarathon, wenn man die ganzen Aufleger schon hat. Guck mal, auch total hübsch. Wie gesagt, ich nutze das nicht nur als Aufleger, sondern auch für andere Sachen. Das hier ist auch total hübsch. Das ist ja doch ordentlich eine Menge drin, ne? Für 8 Euro. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, ich hätte es noch günstiger bekommen, dann hätte ich aber auch mehr kaufen müssen. Und für mich war nichts da. Die hatten viel Diamond Painting und viel Weihnachtssachen zum Basteln, diese Kugeln mit Tauchfarbe und Lichterketten. Das ist alles nicht so meins. Das hier. Ja, sowas ist auch mal schön abzugeben in Goodiebag oder so. Und hinten sieht es so aus. Und dann haben wir als letztes das hier. Und das. Ja, das ist doch hier schon ein ganzer schöner Stapel. Da gucke ich jetzt mal, dass ich irgendwie eine Aufbewahrung dafür finde oder bastel. Ne? Ein ganzer großer Batzen voll mit Designpapieren, doppelseitig bedruckt für 8 Euro. Ja, kann man nicht motzen. So, als zweites gefiel mir das Set. Und zwar Acrylfarben Edelglitzer. Also wobei mich das Edelglitzer eher gereizt hat, weil Acrylfarben habe ich genug. Also da habe ich echt genug. Ich möchte auch noch mal ein bisschen mehr mit arbeiten, Hintergründe matchen. Ich habe angefangen mit meinem Bullet Journal. Das, mal gucken, ob ich euch das gleich zeige. Vielleicht machen wir gleich auch noch eine Seite. Ich mache aber erstmal auf. Das hat gekostet eigentlich 44,99 €. Wäre runtergesetzt auf 25,64 € mit der Karte 20,51 € und ich habe bezahlt 8 Euro. Und von daher 8 Euro für so Farben. Aber ich bin gespannt. Ich habe natürlich da nicht reingeguckt. Es kann auch sein, dass ein paar Farben leer sind. Wir sind gespannt. Ihr seid dabei. Ihr seht es jetzt als erstes. Wenn ich es denn aufkriege. Ach, herrje. Okay. Okay. Ich hole die jetzt mal raus. 5, 6, 7, 8, 9. Also sind 10 Farben drin. So. Ich gucke jetzt mal. Also hier steht drauf. Acrylfarbenset mit 10 verschiedenen Farben, mit edel schimmerndem Goldglitzer versetzt, hervorragende Deckkraft, für den Innen- und Außenbereich geeignet, 10 Flaschen A 180 Milliliter. Okay, wir gucken jetzt mal, was auf ist, was nicht auf ist. So, hier haben wir ein Rot. Ich guck mal kurz. Das ist auf jeden Fall noch zu. Ein Rot, ein Orange. Aber ihr habt jetzt von den Farben ja irgendwie überhaupt nichts. Weil wenn ich euch die Farben in die Kamera halte, da wäre es ja schon schön, wir würden das mal testen. Ne? Das ist das Pink. Ist das? Ich hole jetzt mal was zum Testen. Ich kontrolliere in der Zeit, ob die Farben alle zu sind und werde es euch dann gleich getestet zeigen oder wir testen zusammen und werde euch zeigen, ob die Farben schon mal geöffnet worden sind. Ich habe die Farben alle mal aufgeschraubt und die sind alle
original verpackt. Jetzt testen wir mal. Ich habe hier den Aquarellblock von Action. Da muss ich euch kurz was zu sagen. Das ist der quasi neue alte, den es ja eine kurze Zeit lang wieder gab. Mittlerweile in den Filialen, wo ich unterwegs bin, gibt es das neue Aquarellpapier, was so rosastichig ist oder lilastichig, rosa-lilastichig und von der Qualität auf keinen Fall mithalten kann. Es ist abgepreist, es kostet 1,69, vorher waren die ja 1,89. Und ja, ob in Niederlande oder in Deutschland, überall gleich, der ist im Moment nicht mehr zu bekommen. Wie gesagt, ich rede von meiner Region hier. Ich hatte mir aber mal diese Nummer mitgenommen zu Action und habe gedacht, vielleicht kannst du dir den ja bestellen. Ist nicht lieferbar, also ist überhaupt nicht mehr gelistet. Ne? Ich habe gesprochen mit einer Mitarbeiterin und die hat für mich geschaut und hat gesagt, nein, ist überhaupt nicht mehr drin, gibt es gar nicht mehr diese Nummer. Es kann aber sein, wenn ein Produkt gut läuft, dass es mit einer neuen Verpackung wiederkommt. Ja, ich sage, das ist es ja, aber halt qualitativ beschissen. Ne? Okay, werden die Leute merken, wenn es nicht gekauft wird. Ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Ich finde es schade, weil das ist so für mich mein Allround-Papier. Ja. Und ja, ich male damit, inwieweit man malen sagen kann. Also ich matsche damit rum. Ich bin ja keine Malerin in diesem Sinne, ne, die hochwertiges Aquarellpapier braucht, weil sie ganz tolle Porträts malen kann oder Landschaften malen kann, sondern ich matsche damit rum und ich bastel auch damit. Auch wenn Aquarellpapier drauf steht, da war nämlich ein Kommentar, wo ich die getestet habe, ne, der neue Aquarellblock mit dem alten Aquarellblock und dass ich halt keine Acrylfarben drauf getestet habe. Für mich ist dieser Block ein Allrounder, also der alte, wo ich auch wirklich alles mit ausstanze, weil es 300 Gramm Papier, man kann gucken, ob das funzt, das ist ein Grundgerüst für alle möglichen Boxen oder sonstiges. Also das ist, so nutze ich das. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt mal an. Ups. Zewa, ein bisschen Wasser, ein paar Pinsel, die gerade noch auf der Spüle lagen, die ich ausgewaschen habe. Ich weiß nicht, schütteln sollen, wegen des Glitzers. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch nichts nicht durchgelesen. Warum auch? Ne? Ups. Ich mach's mal auf. Eieiei. Ja, ich werde gleich aussehen wie ein Schweinchen. So, kurze Unterbrechung, weil Töchterchen jetzt zum Zahnarzt muss. So, ich bin gespannt. Also Deckkraft ist schon mal klasse. Wie gesagt, ich möchte die Acrylfarben für Hintergründe. So, ich sehe... Aber egal, wasche ich mich gleich. Das ist Peng. Ich sehe keinen Glitzer. Doch, doch, ich sehe Glitzer. Entschuldigung, aber der ist sehr dezent. Guck mal, wie ergiebig die eigentlich ist. Also die ist schon recht gut deckend. Ne, da habe ich andere. Also ich meine, die kostet ja normal auch einen Taler. Ne? Also die kostet ja, ist ein bisschen hochpreisiger, in Anführungszeichen. Da erwarte ich natürlich auch eine andere Qualität, wie jetzt zum Beispiel von Actionfarben, wo 10 Stück 2 Euro kosten. Ne? So. Okay, Rot ist schon mal cool. Wir gucken mal, wenn es gleich trocken ist, wie es mit, ja, so ganz, je nachdem, wie es Licht drauf fällt. Ich glaube, ihr könnt das nicht so sehen. Wir lassen es mal trocknen. Ne? Also doch, farblich finde ich das in Ordnung. So, next abmachen. So, ich wasche den Pinsel auch nicht aus, das kann ruhig so ein bisschen vermischt werden. Geht ja auch um den Glitzer. Ja, ich sehe die Goldakzente da drin. Cool, finde ich gut. Und ich habe wirklich jetzt nur das genommen, was im Deckel, was am Deckel dran war. Ne? Also was hier so... Ich zeige euch das bei der nächsten Farbe.
So, zudrehen. Und die sind natürlich auch ordentlich groß, ne? Das ist ja im Vergleich zu den kleinen Farben, die man hat, finde ich die ordentlich groß. Jetzt kommt Pink. Aber da mache ich gerade den Pinsel mal sauber. Hui, Wasser direkt versaut. Ups, ups. Ich will erstmal einmal schütteln. So, jetzt ist der Pinsel natürlich nass. Aber auch schöne Farbe. Sehr, sehr schön. Und mit dem Goldglitter. Ich kann es schon sehen. Ich kann es wirklich sehen. Es ist sehr dezent und wirklich je nachdem, wie man das so hält. Richtig cool. So, ich denke, ich werde die Farben jetzt mal alleine auftragen, die euch gleich zeigen und mich entscheiden, welche ich denn fürs Bullet Journal nutze. Weil ich zeige es mal kurz. Ich habe mich entschieden für den Mai. Wer da meine Serie verfolgt, hatte ich ja was komplett anderes gemacht und so ist es dann geworden. Das habe ich ja mit Acrylfarben auch gemacht und habe dann die erste Woche auch nochmal mit Acrylfarben gemacht und Stencils. Und ich möchte dem Mai halt treu bleiben und dann machen wir gleich die Seite. Aber ich teste jetzt erstmal aus. Bis gleich. So, alles einmal ausprobiert. Natürlich, sieht jetzt etwas seltsam aus, aber ich versuche jetzt mal den Glitzer, also dieses Goldgefunkel. Seht ihr das bei einigen Farben? Wie schön das funkelt. Guck noch mal. Also, ja, so. Ne? Ja, mega. Finde ich total cool für 8 Euro. Nichts falsch gemacht. Jetzt möchte ich das aber direkt nutzen. Wie schon gesagt, in meinem Bullet Journal. Ne, das war ja die letzte Seite, die ich dann gemacht habe. Die habe ich aber, glaube ich, alleine gemacht. Ich glaube nicht, dass ich euch mitgenommen habe. Und jetzt machen wir hier einfach die nächste Seite, weil der Mai kommt ja bald. Und da muss das ja fertig sein. So. Und das ist ein Leuchtturm mit dickem Papier, mit 120 Gramm Papier. Wenn ihr ein normales Bullet Journal habt mit dünneren Seiten, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ne? Auf jeden Fall rate ich euch, legt da immer was zwischen. So. Und ich würde sagen, ich nehme dieses Hellblau. Und jetzt, ja. Einfach drauf los. Also da ist nichts zu beachten irgendwie. Ich mache das einfach so drauf los. Ich will hier mal noch was zwischenlegen. Und wenn das getrocknet ist, dann gucke ich noch mal mit einer zweiten Farbe drüber, mit einem Stencil oder. Und ob ihr das im Bullet Journal macht oder für eure Kartenhintergründe, das ist ja mal total egal, ne? Das ist wirklich so egal. Einfach ausprobieren, einfach machen. Ja, ihr verscheißt höchstens eine Seite. Ne? Das ist sehr schön hell. Klar, kann man natürlich auch dicker auftragen, aber ich will ja auch noch drauf schreiben, dass da kommt ja der Kalender rein. Ne? Da kommt ja die Woche rein. Ich glaube, das ist dann die zweite Woche im Mai. Nochmal ein bisschen Farbe drauf. Rand. Deswegen ist es immer gut, was drunter zu legen, weil dann braucht ihr keine Sorge zu haben wegen des Randes und halt auch, falls ihr zu nass seid, wegen dem Durchdrücken, falls auf der Seite schon was ist. So.
Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal fertig und dann zeige ich euch die Seite gleich, wenn sie trocken ist. Also die Farbe trocknet echt schnell, muss ich sagen. Ich habe jetzt kurz mit dem Föhn nachgeholfen und ich hoffe, ihr seht dieses Glimmer, Goldschimmer. Ich glaube nicht so, ah doch, so je nachdem, wie ich es... Ne? Also das ist schon cool, wird natürlich noch weiter bearbeitet. Wir machen jetzt noch eine Farbe, zeige ich euch dann auch wieder. Und den Rest, wie ich dekoriere, gibt es dann im Bullet Journal Video, was ja jetzt Ostern ausgefallen ist. Aber ja, manchmal ist dann das reale Leben etwas wichtiger. So, Moment. Ich bin jetzt mal total mutig. Ich nehme jetzt dieses Orange, obwohl das ja wirklich knallt. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich das vielleicht nehme. Aber Mai ist ja auch Frühling. Es blüht alles. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich versuche jetzt mal, das Orange etwas dünner aufzutragen. Ich bin total gespannt. Und sonst machen wir einfach so eine, ja, Zwischenseite. Ne? Die klebe ich irgendwas drauf. Schauen wir mal. Spannung steigt. Ja, die kann man auch dünn machen. Ne? Weil, wie gesagt, ich muss ja da auch noch schreiben. Weil es ja quasi mein Kalender ist. Ja, kann man aber auch dünn machen. Der Pinsel ist auch jetzt nass. Der war ja bei dem Test, war der beim Orange nicht nass. Und das geht. Das ist so ein helles. Und da kann man schön dann den Frühling begrüßen mit den Farben. Und das Schöne daran finde ich auch, wenn ich das im Bullet Journal mache, mache ich natürlich nicht jeden Monat, sondern nur ab und an mal. Die Seiten werden damit auch so schön dick. Also das ist, man sieht, welcher Monat das ist. Und das werdet ihr am Ende des Jahres sehen. Dann könnt ihr mal sehen, was ausmacht, wenn man welche Seite gestaltet, mit welchem, ich sag mal, Medium. So, ich würde sagen, ich mache das jetzt zu Ende und hole euch dann wieder dazu. Ich möchte euch gerade jetzt nochmal zeigen, wie es nass aussieht. Sieht bei euch eher ocker aus. Also es ist schon orange. Ne? Hier haben wir ja das. So, es wäre auch schön für den Herbst. Ne? Also wenn ich das jetzt so in der Kamera sehe. Aber es ist wirklich orange, orange, orange. Ich halte mal gerade die Farbe hin. Nee, da kommt das. Also es sieht in Natura anders aus. Die Kamera ist da so ein bisschen anders. Ich will mal das dazu halten. Ja, das kommt dem schon ähnlicher. Also hier mein Beispiel wird dem schon gerechter. Es ist echt orange. Ich föhne noch mal eine Runde und dann sehen wir uns. Das war jetzt ratzifatzi geföhnt, also keine 10 Sekunden. Und guckt mal, wie schön das glitzert. Wie gesagt, es ist so noch nicht fertig. Es wird auf jeden Fall bearbeitet, wie, ne? Wie hier zum Beispiel. Und hier, das habe ich auch mit Sprenkeln und dann mit Stencil gemacht. Wie gesagt, hier steht schon 19. Kalenderwoche. Und da kommen dann die Wochentage hin. Und was ich mittracken möchte, das wäre bis zum 7. Mai, 14. Mai, 21. Mai. Das heißt, ich brauche noch eine Seite. Und ja, die mache ich jetzt. Und die seht ihr dann in meinem nächsten Bullet Journal Video. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. Diesmal war es nicht so viel, muss ja auch nicht immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Bei mir ist es bunt gemischt von Hauls über Anleitungen, Bullet Journal, alles, was ich auch so mache. Ich mache nichts extra für die Kamera, sondern das ist meins, womit ich auch bastel. Von daher, ich würde mich über ein bisschen Unterstützung freuen und das könnt ihr tun, indem ihr Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren und kommt in meine Facebook-Gruppe. Das verlinke ich euch auch unten. Und jetzt ist gut, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Tschüss!